Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch in einer weiteren Woche meines Aufbrauchprojekts. Um es vorab zu sagen, das wird ein relativ kurzes Video, weil ich schon wieder auf dem Sprung bin und ich diese Woche nach Hause fahre. Und ich zeige euch jetzt nur die Produkte, die diese Woche leer geworden sind. Und das, was dafür reinkommt, das zeige ich euch dann am Samstag, wenn ich wieder zu Hause bin. Leer geworden ist das Kiehl's Gesichtsöl. Und das fand ich so gut nach den zwei Pröbchen, dass ich mir die komplette Größe gekauft habe. Da sind jetzt 30 Milliliter drin. Und ich glaube, das wird sehr lange halten. Ich genieße das total, das irgendwie jeden Tag einzumassieren und hätte nicht gedacht, dass sowas mal was für meine Haut sein könnte oder dass ich mal nicht jeden Tag Creme in mein Gesicht schmiere, sondern nur so ein Öl. Also ich finde es wirklich toll und es gibt davon auch die Nachtversion, von der habe ich im Moment ein Pröbchen und mal schauen, ob ich mir die auch noch kaufe. Aber das ist für mich echt ein Überraschungsprodukt. Ich finde es wirklich gut. Um bei gelben Sachen zu bleiben, es ist leer geworden, der Essence, der Nagellack von Essence, so kann man das sagen, in der Farbe Love is in the Air, ich glaube es ist die, ja, 38. Das letzte Mal war ich hier und ich habe das dann immer wieder als Unterlack benutzt, quasi zweckentfremdet, um ein bisschen mehr quasi wegzubekommen. Und das, was ihr jetzt auf meinen Fingernägeln seht, ist quasi der letzte Rest von diesem Nagellack. Es hat zwar nicht mehr für alle Finger gereicht, richtig, aber ich denke, es ist nochmal okay. Und ich bin froh, dass er leer ist, dass ich mir jetzt, wo es hoffentlich endlich mal Sommer wird, auch hier in Wien, eine andere Farbe aussuchen kann. So, und leer geworden ist auch von L'Oreal der Augen- und Lippen-Make-up-Entferner. Ich bin hier gestartet und war beim letzten Update hier. Und ja, also er hat getan, was er tun sollte. Er hat mein Augen-Make-up entfernt, es hat nicht gebrannt, es gab keine Irritation. Also es war ein wirklich gutes Produkt. Es hat auch nicht komisch gerochen oder sowas. Da ich diese Augen-Make-up-Entferner nicht regelmäßig benutze, würde ich sagen, ich kaufe es mir nicht nochmal und genieße jetzt erstmal den freien Platz in meinem Badezimmerschränkchen. Und leer geworden ist auch Select Sheer Pressed von MAC. Der Puder, ich glaube, den habe ich euch ein paar Mal schon vorgestellt, in der Farbe NC5 diesmal. Den kaufe ich regelmäßig nach und ich glaube, ich habe auch noch einen vollen zu Hause. Und ich bin immer sehr zufrieden damit. Und tada! Seht ihr, ist leer. So, das war es auch schon von mir für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude beim Zusehen und was wieder reinkommt, seht ihr dann am Samstag. Bis dann. Ciao.